Wir haben uns im Dunkeln ein wenig verirrt. Ein paar Lampen werden wirklich nicht zu viel verlangt. Ein guter Rat. Kay Vess. Dein Droide meinte, du suchst nach Arbeit. Oh, er ist nicht wirklich mein Droide. Ich meine, wir arbeiten zusammen. Es ist kompliziert. Aha. Der Auftrag lautet, ein Pike-Schiff im Nebel auszurauben. Finde und verfolge es und stehle zum bestmöglichen Zeitpunkt die Fracht. Klingt einfach. Damit komme ich klar. Ich weiß. Deshalb wende ich mich an dich. Hör zu. Die Fracht darf nicht beschädigt werden. Hast du das verstanden? Ja. Verstanden. Was ist es denn? Nicht dein Problem. Bist du dabei? Ja. Gut. Sonst hätte ich dich auch eliminieren müssen. Soll das ein Witz sein? Nein, nur eine Drohung. Na geh schon. Hallo in die Fünf. Du bist hier. Dann mal los. Anzeichen eines Schiffs. Es muss tiefer in der Wolke sein. Dann fliegen wir rein. War das ein Kommsignal? Ja, aber nicht von den Pikes. Das ist eine Frequenz von Crimson Dawn. Siehst du die Trümmerspur? Ich glaube, jemand ist uns zuvorgekommen. Das wird Dart nicht gefallen. Das ist Pike-Schiff. Das Signal kam von einer Rettungskapsel. Eine Lebensform ist an Bord. Augenblick. Ist das die Fracht, hinter der wir her sind? Die Person in der Kapsel? Vorsichtig, Kay. Tut mir leid. Piratenschiff im Anflug. Da! Sie nehmen die Fluchtkapsel mit! Wir sind nicht die Einzigen, die hinter ihr her sind. Ach, also los und keine Waffen. Sie dürfen die Fracht nicht beschädigen. Sagtest du nicht, keine Waffen? Stimmt. Da wollte keine Schäden. Das funktioniert. Keine Ahnung, könnte ja klappen.
sie schießen und auch nicht aus dem System lassen. Bleib dran und warte auf eine Gelegenheit. Was anderes bleibt uns auch nicht übrig. Ich habe es fast. Näher ran. Agrarstation. Wieder auf. Sie sind mit der Kapsel gesprungen. Wir sind sicher. Agrarstation. Liegt im Archivsystem. Dann fliegen wir dahin. Ich kehre nicht mit leeren Händen zu Dan zurück. Halte ein, oder wir werden zurückschlagen. Meine Schuld. Wir werden überrannt. Ohne Hilfe sind wir verloren. Wir haben Schiffe im Sensorbereich. Die nehmen Schaden. Sind getroffen. Die Schilde sind unten. Karianer Kreuzer folgt uns. Wir haben ein Problem. Machen Sie diese Fracht auf Flugunfähig. Das sind viele Schiffe, Kate. Wir stecken schwere Treffer ein. Berechne Hyperraumroute. Alle Staffeln, aufgepasst! Das Frachtschiff will das System verlassen. Na dann, springen wir! Das Biom besucht, das du dir vorstellen kannst. Und noch ein paar mehr. Warst du mal dort? Nein. Aber angeblich soll es dort von Piraten wimmeln. Pass auf deine Kredits auf. Später. In Ordnung. Ich sehe zu, dass ich ihn finde. Vielleicht ist er in einem Frachtraum oder so. Beeil dich. Die Piraten sollten dich besser nicht bemerken. Wollen Sie Ihr Schiff aufrüsten? Hallo, bist du da draußen? Hey, Typ in der Kapsel, bist du da? Typ in der Kapsel? Mein Name lautet Jack Flexo. Wer bist du überhaupt? Ich bin Kay. Crimson Dawn schickt mich, um dich zu retten.
Ah, perfektes Timing. Ich wurde am Ende eines verdeckten Einsatzes bei den Pikes gefasst. Ein vorübergehender Moment der Unachtsamkeit. Und jetzt scheinen diese Piraten auf ein Lösegeld zu hoffen. Du scheinst ja richtig beliebt zu sein. Das hoffe ich doch. Deren Anführerin hier ist eine charmante Pantoranerin namens Procyon Vue. Reizender Blauton. Ihre Schlüsselkarte wäre hilfreich. Ich versuch's. Halte durch. Kann ich Ihnen helfen? Sagen wir mal, die Fracht ist gut gesichert. Ihre Waren sind bei meiner Mitarbeiterin auf der Oberfläche in sehr guten Händen. 14 Kilo, genau wie bestellt. Nicht unsere Zielperson. Wir müssen weitersuchen. Kommt hier nicht so schnell raus. Solange die Andockklammern ausgefallen sind, kommt niemand aus der Sekundärbucht raus. Andava muss erst das ganze System neu starten. Tja, das ist nicht Procyon. Wo ist sie? Wenn ich eine Piratin wäre, wo würde ich hingehen? Die Kantine soll ein Tauschhandel sein. Wir sehen uns. Nur schnell eine Runde. Darayatuka. Thank you.
keine Zeit für sowas. Schon so, da geht doch sicher mehr. Ihr seid nicht in Stimmung für Spielchen, Prokhorn. Ich dachte, er wärt ganz heiß auf Rache an Crimson Dawn. Er würde nie so viel für einen einzigen Spion zahlen. Ach ja? Er hat eure beste Schmugglergruppe infiltriert, eure Informantenliste gestohlen und, das gefällt mir am besten, auf dem Heimweg euer Schiff zerstört. Neugierig auf das Meeting. Dornagenten geben nicht ihre Geheimnisse preis. Der ist falsch. Die Weichen machen am meisten Ärger. Ich bespreche dein Angebot mit meinem Mann. Aber Gott, Crimson Dawn ist auch interessiert und zahlungskräftig. Oh, das ist unsere Piratin. Hol die Karte, Nix. In die Tasche, Nix. Sehr gut, mein Freund. Ich wette, die Pikes würden gut für Jets gestohlene Liste zahlen. Andy, ich hab die Schlüsselkarte. Wirf die Triebwerke an. Waren gar nicht ausgestellt. Was ist mit Ihnen? Interesse an einem guten Geschäft? Bis dann. Auf Wiedersehen. Jet? Meine galante Retterin, hat mein Schatz dich etwa entsandt? Redest du von dem Crimson Dawn-Typen, der irgendwie alle hasst? Er sorgt sich wirklich, aber er hätte dir die Mühen sparen können. Kein Käfig der Galaxis hält den berühmten Jet Flexum gefangen. Du siehst schon ziemlich gefangen aus. Und doch ist die Käfigtür offen. Wollen wir? Komm schon, mein Schiff ist im Hangar. Oh. Was denn? Tja, sicher ist dein Schiff funktional. Aber mein Gefährt ist ganz in der Nähe und ich bevorzuge heimatlichen Komfort. Apropos. R5, bitte lass mir ein warmes Salzbad ein auf deinem Weg hierher. Man vernachlässige nie die schönen Dinge. Aha. Und was passiert, wenn die Piraten deinen Badespaß unterbrechen? Oh, gutes Argument. Ich sage dir was, du lenkst sie ab, während ich zu meinem Lieben da zurückkehre. Dann ist dein Auftrag fertig. Du machst es mir echt nicht leicht, weißt du das? Natürlich. Je mehr Schweiß, desto süßer die Belohnung. Suchen Sie nach Schiffsteilen? Lassen Sie mich wissen, wie ich Ihnen helfen kann.
Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Hallo. Ich fange den Hyperantrieb hoch. Zeit zum Sprung. Hier nix. Leckerlis. Guter Junge. Sind in Kijimi eingetroffen. Wieder am Boden.